Herzlich willkommen bei Totopolis TV. Sollte bei eurem iPhone 4S die WLAN-Antenne ergraut sein und ihr könnt es nicht mehr einschalten oder euer Empfang ist ziemlich gering, dann ist dieses Tutorial genau das Richtige für euch. Ich zeige euch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure WLAN wieder zu laufen bringen könnt. Übrigens, in meiner Videobeschreibung findet ihr Ersatzteile und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Also nehmt eure Werkzeuge in die Hand und lasst uns loslegen. Wir fangen erstmal ganz harmlos an. Die erste Möglichkeit, die wir haben, ist die Netzwerkeinstellung zurückzusetzen. Dafür gehen wir zu den Einstellungen, dann auf Allgemein, dann scrollen wir bis ganz nach unten und klicken auf Zurücksetzen. Danach drücken wir auf Netzwerkeinstellung, dann ploppt eine kleine Anzeige auf, dort drücken wir auf Zurücksetzen. Ihr braucht keine Angst zu haben, eure Daten bleiben dabei erhalten, nur die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt. Sollte das bei euch nicht funktioniert haben, kommt jetzt Möglichkeit Nummer 2. Dafür müssen wir das Handy aufschrauben. Als erstes lösen wir die zwei unteren Schrauben am iPhone. Danach das Backcover hochschieben und abnehmen. Jetzt nehmen wir einen Kreuzschraubenzieher und lösen die zwei Schrauben der Akkuverbindung. Anschließend müssen wir mit einem Plastiktool die Verbindung trennen. Achtung, dabei wird sich eine kleine Antennenabdeckung lösen. Diese bitte vorsichtig auf die Seite legen, um sie nicht zu verlieren. Danach den Akku mit der Lasche entfernen. Oft ist er extrem festgeklebt und die Lasche reißt sehr leicht ab. Dann einfach von rechts seitlich mit einem Plastiktool den Akku raushebeln. So, jetzt lösen wir die Schraube der WLAN-Halterung, nehmen sie mit einer Pinzette ab und prüfen, ob die WLAN-Verbindung richtig steckt. Dafür einfach mal die Verbindung trennen und wieder verbinden. Danach prüfen, ob ihr wieder WLAN-Empfang habt. Solltet ihr immer noch keinen WLAN-Empfang haben, kommt jetzt Möglichkeit Nummer 3. Hier werden wir jetzt die WLAN-Antenne durch eine neue ersetzen. Dafür drehen wir die Schraube raus und entfernen die WLAN-Antenne. Solltet ihr jetzt immer noch keinen Empfang haben, dann kommt hier Möglichkeit Nummer 4 für euch. Aber erstmal eine kleine Warnung von mir. Diese Möglichkeit solltet ihr als letztes probieren, wenn keiner der anderen Möglichkeiten funktioniert hat. Denn wenn ihr mit einem Lötkolben nicht umgehen könnt, könnte es passieren, dass euer Smartphone danach ganz Schrott ist. Also nochmal zum Mitschreiben. Möglichkeit Nummer 4 ist nur für Profis gedacht, die mit einem Lötkolben umgehen können. Die gezeigten Bilder sind extrem vergrößert. Solltet ihr unter 18 sein, schaltet jetzt bitte ab. So, kommen wir zu Möglichkeit 4. Oft ist es so, dass der WLAN-Konnektor nicht mehr richtig mit der Platine verbunden ist. Deswegen entsteht dort eine Kaltlötstelle. Um das zu beheben, müssen wir jetzt die vier Punkte des WLAN-Konnektors nachlöten. Normalerweise müsste man dafür die Platine entfernen. Da ich aber so schneller arbeiten kann, lasse ich sie eingebaut. Ich habe versucht, alle vier Punkte einzeln anzulöten. Doch ich habe festgestellt, dass wenn ich einfach Lötzinn draufhaue und ein bisschen den Lötkolben kreisen lasse, ich ein viel besseres und schnelleres Ergebnis erzielen kann. Dann muss man nur noch mit der Lötlitze den restlichen Lötzinn entfernen und das war's auch schon. Sollte es immer noch nicht gehen, besteht noch die Möglichkeit, den Konnektor komplett abzulöten und einen neuen drauf zu machen. Sollte das immer noch nicht funktionieren, dann habt ihr jetzt noch zwei weitere Möglichkeiten. Ihr lebt damit, dass ihr keinen WLAN-Empfang mehr habt oder schmeißt das Scheißding aus dem Fenster. Nein, Spaß beiseite, das solltet ihr natürlich nicht machen. Übrigens, dieselbe Methode funktioniert auch bei Empfangsproblemen. Der Konnektor befindet sich direkt neben der Akkuverbindung. Wie gesagt, diese Methode solltet ihr nur als letztes Instanz wählen. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Solltet ihr ein iPhone 4 haben mit WLAN-Problemen, könnt ihr hier klicken, dort kommt ihr sofort zum Video. Auf der anderen Seite findet ihr weitere iPhone-Tutorials. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, wo ich drin vertreten bin, und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!